zurück zu Fallout 76. Ja, in dem Haus hier, ne, Bed and Breakfast, ja, habe ich nicht gefunden, wo die restlichen Kannibalen sind. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Ja. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Aber ich werde jetzt mit euch an den Schienen entlang laufen. Was ist das hier? Ach so. Okay. Wow. Oh, das wackelt. Schnell weg. Ja, ich werde jetzt die Schienen hier entlang laufen, denn ich möchte ganz gerne nach den Hinweisen zu Frankies Aufenthaltsort finden. Die Hinweise. Ja. Uno momento. So, wo haben wir denn meine... Wo habe ich denn meine... Nein, Kleidung. So, geh mal da rein, meine Gute. Da ist eine Yaogwai. Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Ja, ihr habt ihn gesehen. Das weiß ich. So. Nachladen? Kann ich nicht? Nein. Warum kann ich nicht schießen? Was? Munition fehlt? Momento. Ich bin jetzt ein bisschen... Achso, wartet mal, das soll ich mal hier wieder. Ich hab doch 153. Achso, jetzt hat sich aktualisiert. Ich verstehe. Na komm schon. Ja, ja, komm. Wow. Hep. Oh. Oh, Mann, ich wollte wegrennen. Das sind ja zwei. Ach, Leco mio. Und tschüss. Ihr seid ja zu zweit. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Ein Scheißer, ihr. So, die Atombombe ist jetzt auch hochgegangen. Quest ist jetzt abgeschlossen. Super, super, super. Oh, wartet mal. Ich gehe mal kurz von der anderen Seite rein. Hi. Wo kommst du denn her? Dreck. Müll. Schrott. Oh. Nein. Wertlos. Ja. Und weiter? Wie viele scheißleere Nuka-Cola-Flaschen finde ich eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Voll Depp. Vakuumröhre. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. Gut, tschüss. Ich muss weiter.
So, wie weit haben wir es eigentlich noch bis dahin? Ah, ist noch ein ganzes Stück eigentlich. Und das ist irgendwo da oben dann, ne? Ja, ich sollte gleich mal wahrscheinlich doch eher oben lang laufen. Ja, wird, glaube ich, schwierig. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie weit ich komme. Ah, hier sieht es doch gut aus. Okay. Noch ein Stück nach oben, ja. Das ist die Frage. Da lang? Ich probiere es einfach. Boah, irgendwie wird mir heute ein bisschen komisch, wenn ich hier so renne. So komisch trieselig. So, ich glaube, da oben ist es. Da oben brennt irgendwas. Was brennt denn da oben? Was ist denn das? Ich erkenne es nicht. Ach so, ist einfach okay. Sollte ich mich jetzt lieber bücken? Ja, wa? Oh, kommst du denn jetzt schon her? Bist du nicht der gleiche? Nee, bist du nicht. Bist du ein Raider-Jäger? Echt cool, Sachen umsonst zu kriegen. Gut, dass die Siedler das noch nicht kapiert haben. Aha, aha. Wehe, du tust mir jetzt was an. Ihr seid böse. Ich sehe das schon. Ach du Scheiße. Ja, 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 ja. Wenn das wieder ein Streich ist. Ich lebe noch. Aber wie kann das sein? Gatling-Geschütz? Na komm, machen wir mal. Oh! Macht irgendwie Spaß. Ja, ja, komm schon. Du legst dich mit dem Falschen an, Kumpel. Ja, ja. Ah. Komm, nimm mal ein Stimpack. Ein Bowie-Messer. Was ist denn damit? Das werde ich mal dingsen, ne? Ach, komm. Ja, damit. So, wart ihr jetzt auch alle oder gibt es hier noch mehr von euch? Da oben. Da. Ja, ja, ich dich auch. Das hat wehgetan. Ach, Splittergranate. Mann. So, hat jetzt nicht noch irgendjemand hier?
da oben. Erstmal einsammeln. Nee, das kannst du behalten. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Hoch. Komm her. Hab so große Lust, die jetzt hier mit meinem Gatling-Laser eine reinzuwürgen. So. Gut, jetzt, wenn ich schon mal hier oben bin, ja, dann werde ich mich erstmal kurz hier oben umsehen. Pfeile, okay. Okidoki. Au. So, dich habe ich schon, ne? Ja, mit deinen Raketen, genau. Hier kann ich nichts machen. Die habe ich schon, genau. Oh, hier geht die Treppe runter. Ja, 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 ja. Okay, gehen wir mal hier runter. Ja, irgendwie sehen die cool aus. Die Feuerteile hier. Mhm. Mal Kartuschen. Nein, die lasse ich da. Die brauche ich nicht. So, einmal verwerten, bitte. Lasergewehr habe ich auch noch 231 Zellen. Hm. Behalte ich erstmal. Ich will die noch weiter ausprobieren. Bin ich schon da? Achso, wartet mal. War hier noch was drin sonst? Nee. Achso, ist ein Burm. Gut, sah gerade zu komisch aus. So, einmal bitte knacken. Das war leicht. Was soll ich denn jetzt damit? Ist ja voll doof. Schon wieder tot von oben? Mann, ihr seid aber alle fleißig. So. Ach so, genau. Na? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Das Testobjekt ist Auge Frankie. Wiedergabe. Sag deinen Namen fürs Protokoll. Ich bin Frankie. Mein Bruder ist einer von euch. Holt ihn einfach her. Er kann alles erklären. Nimm die Pillen. Schluck sie runter. Nein, danke. Ich nehme keine Camps. Mein Bruder nimmt das Zeug und er ist ständig krank und so. Also, wenn es euch nichts ausmacht. Nein, danke.
Alles klar. Das war wahrscheinlich nicht so toll. Gut. So, jetzt soll ich ja wieder zu Beckett. Und Beckett ist ja bekanntlicherweise... Was ist denn hier gerade los? Event Stahlenschlägerei. Okay. Ja, so die Events mache ich natürlich auch noch mal. Definitiv. Aber nicht heute. Ich habe keine Lust. So, mal gucken, was der Beckett jetzt wieder zu sagen hat und wo er mich dann wieder hinschickt. Die Schnarschnase. Ich suche immer mein Camp, ich weiß auch nicht. Ich stehe immer falsch. So, Beckettlein. Wieder da. Ich suche heute irgendwie die Tasten. Hi. Was? Du hast Frankie auch nicht gefunden. Nein. Verdammt. Foundation war nicht ganz umsonst. Niemand wusste, wo Frankie steckt, aber ich habe dieses Holoband gefunden. Aha. Frankie hatte wohl eine Freundin. Hätte nicht gedacht, dass ich den Tag noch erlebe. Armer Junge. Ich hoffe, wir können ihn retten, falls er noch lebt. Charisma 4 Plus, vielleicht solltest du den Verlust akzeptieren und es hinter dir lassen. Ich habe auch ein Holoband gefunden, da steht der Name deines Bruders drauf. Hast du seine Freundin gefunden? Wo ist Sage? Sag nicht, er ist bei einem anderen Kult. Ich habe auch ein Holoband gefunden, da steht der Name deines Bruders drauf. Warte, das ist eine Aufnahme von einer der Sitzungen des Auges im Labor. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber ich muss wohl. Währenddessen bräuchte ich deine Hilfe bei einem neuen Problem. Ich habe gehört, dass die Blutadler Gift hauten, um es in die Nahrungsvorräte der Siedler zu mischen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich hole das Gift, damit sie es nicht mehr einsetzen können. Was ist mit Frankie? Er ist um einiges wichtiger als ein Haufen Gift. Ganz sicher, dass Sage Informationen über Frankie hat. Ich muss erst noch was erledigen. Dauert nicht lang, okay? Ganz sicher, dass Sage Informationen über Frankie hat? Er kennt viele Leute, die Dinge anders als wir sehen und hören. Und manchmal sind diese Dinge von Bedeutung. Ja, vielleicht... Fragen kostet nichts. Was ist mit Frankie? Er ist um einiges wichtiger als ein Haufen Gift. Ich verstehe deine Ungeduld. Wirklich. Ich will die Sache mit Frankie abschließen. Und die Blutadler brennen sehen. Die Sache ist... Ich muss auch ein besserer Mensch werden. Ich war eines von den Arschlöchern, die diese Leute mit einem Lächeln vergiftet. Hey, das stimmt was anderes. Aber heute habe ich beschlossen, anständig zu sein und irgendwelchen Siedlern zu helfen, zu überleben. Und dich habe ich um Hilfe gebeten. Okay, Beckett. Okay, ich hole das Gift, damit sie es nicht mehr einsetzen können. Klingt gut. Wenn ich mir die Aufnahme angehört habe, gehe ich zu Sage. Sein, Humor wird mir gut tun. Ich bin bald wieder mit einer Menge tödlichen Gift zurück. Gib mir lieber einen Drink, bevor ich losziehe. Das könnte bloß eine Ablenkung sein, um uns von Frankies Spur abzubringen, weißt du? Warum sollten die Blutader Unschuldige vergiften? Ja, das frage ich. Du könntest genauso gut fragen, warum ist es hell, wenn die Sonne scheint? Die Blutadler sind irre. Wenn sie alles vergiftet haben, verstecken sie sich in der Nähe und gucken den Siedlern beim Sterben zu. Für sie ist das ein Spiel. Das könnte bloß eine Ablenkung sein, um uns von Frankies Spur abzubringen, weißt du? Daran hatte ich gar nicht gedacht. Verdammt. Ja, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir dürfen keinen Hinweis auslassen. Aber sei vorsichtig, okay? Immer. Ich bin bald wieder mit einer Menge tödlichen Gift zurück. Oh, sowas Schönes hat mir noch nie jemand gesagt. Was? Okay. Geschwisterraub habe ich abgeschlossen. Was kriege ich dafür?
Filmfeld, Patronen, Gaussgewehr. Okay. Das Wohl der vielen, okay. Dieser alte Stoff zerfällt zu Staub. Das ist schöner. Schön, dich wiederzusehen. Ein Lottogewinn. Was schießt denn hier? Keine Sorge, Jangles. Ich werde mich um sie kümmern. Aber was ist denn da? Ah! Da ist ein Robby. Guck mal ja hier. Oh, ich komme gar nicht hin jetzt. Ah! Momento, dich kriege ich. Hey! Dich zu bewegen. Schnarchnase. So. Ich weiß, ich hätte jetzt auch mit meinem Speer oder so das machen können. Ach ja. So, Gegenstände verwerten. Transfer. Ups, bin wieder voll. Okay. Ist noch mehr? Moment. Moment. Wo ist denn mein Altbrecher hier? Da. Schön ist es hier. Lass uns bleiben. Es wird alles gut. Oder? Ja, ich denke, es wird alles gut. Verwerten, wenn sie sterben. Aber habe ich nicht noch jemanden schießen hören gerade? Nee, oder? Ach doch, hier. Guck mal. Alles klar. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, mache ich für heute einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es gleich weiter. Und wir werden dann halt so einen Giftvorrat hier beschaffen. Ja, für Beckettline. Und wo müssen wir eigentlich dafür hin? Das wäre schon mal die nächste Frage. Hier wieder. Munitionsdepot. Alles klar. Alles habe ich wenigstens schon mal entdeckt. Das ist ja schon mal gut. Gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Ne, wie immer. Immer der gleiche Standardspruch. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Bye, bye.